Dann hören wir jetzt den letzten Redebeitrag von einem Kreisrat außer Dienst und von einem Biochemiker, der uns auch nochmal über grünes Gaga referieren wird. Großen Applaus für Dr. Christian Steidel! Liebe Freundinnen und Freunde der Freiheit und der Vernunft, seit über 2 Jahren kämpfen wir nun gegen die Corona-Hysterie und gegen den Druck, sich Gene spritzen lassen zu müssen, nur um einen Teil unserer Freiheiten wieder zurückzubekommen. Aber noch immer sind viele Politiker und auch Normalbürger komplett vernunftresistent und verweigern jegliche Auseinandersetzung mit der Realität. Man kann das ein Stück weit mit einer Angstpsychose erklären, aber das Problem ist viel größer. Wir haben es mit einer gesamtgesellschaftlichen Verblödung zu tun, die vor vielen Jahrzehnten begonnen hat. Die Grünen sind dabei nur die Spitze des Eisberges oder anders ausgedrückt, sie sind die sichtbaren Pilze, während das Pilzmyzel als feines Wurzelwerk im Boden verborgen bleibt. Der Corona-Faschismus begann nicht 2020, sondern mit der sogenannten sexuellen Revolution der 68er-Bewegung und mit der Werbung für Pädophilie durch den Sexualwissenschaftler Professor Helmut Kentler, der von 1976 bis 1996 an der Universität Hannover sein Unwesen trieb. Wer die Homosexualität gegenüber der Heterosexualität nicht als absolut gleichwertig bezeichnete, wurde in den 90er Jahren bereits derart gesellschaftlich und politisch ausgegrenzt wie heute die Ungeimpften. Inzwischen muss man auch noch seine Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung für Bisexuelle, Polysexuelle und Transsexuelle bekunden, wenn man eine politische Karriere machen will. Ich habe nichts gegen diese Menschen, aber ich will nicht einfach alles toll finden müssen. Das Buch Gender Gaga von Birgit Kelle zeigt auf, was für ein irrationaler Schwachsinn diese ganze Ideologie ist. Aber heute erkennen wir, dass der grüne Gaga keine lustige Spielerei ist und dass es dabei nur peripher um sexuelle Neigungen und Identitäten geht. Vielmehr dient die Gender-Ideologie dazu, vernünftige Menschen mit Rückgrat aus der Politik zu entfernen. So kristallisierte sich ein Politikertypus heraus, der nichts in Frage stellt, und bei allen Narrativen, die gerade von den Medien gehypt werden, mitmacht. Der Höhepunkt der Irrationalität ist die These, das Geschlecht sei nur ein soziales Konstrukt. Das ist komplette Verneinung der Biologie. Getarnt wird diese Wissenschaftsfeindlichkeit durch ein angebliches Engagement für diskriminierte Randgruppen. Wie egal den Grünen diskriminierte Randgruppen in Wirklichkeit sind, bekommen aktuell die Ungeimpften zu spüren. Die wahren Ziele der Anhänger der Gender-Ideologie sind diese. Erstens, es sollen nur noch Menschen in der Politik die Chance auf ein Staatsamt haben, die sich jedem auch noch so irrationalen Narrativ ohne Diskussion unterwerfen. Wie die Angela Merkel gesagt hat, Diskussionsorgien möchte sie nicht. Die Grünen machen den Menschen Angst auf die Welt. Die Überbevölkerung könnte dazu führen, dass die Erde komplett unbewohnbar werden würde. Gleichzeitig werden die Flächenstilllegungsprogramme weiter vorangebracht, auch jetzt in der Zeit, wo weniger Ernten in der Ukraine sind. Die Agrarüberschüsse sollen begrenzt werden. Und wenn dann im Herbst die Hungersnot ausbricht, dann werden die Fleischesser schuld sein, weil die Fleischesser den Vegetariern mit den Rindern, die sie essen, das Essen weggegessen haben. Also auch hier wird die nächste Spaltung der Gesellschaft kommen. Bereits in den 80er Jahren schürte die grüne Politik Panik, um mit Hilfe der Angst Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Angst als Instrument der Politik ist keine Erfindung des Jahres 2020. In den 80er Jahren war es die Angst vor Unfällen in Atomkraftwerken. Das Restrisiko ist jenes Risiko, das uns den Rest gibt, argumentierten die grünen Politaktivisten damals.
Auch bei der genetischen Veränderung von den Pflanzen sahen die Grünen große Gefahren. Es ist völlig widersinnig, dass die Grünen heute dafür abstimmen, dass sich die Menschen Genspritzen verpflichtend injizieren lassen müssen. Vereinzelt treten grüne Mitglieder aus, weil sie den Widerspruch erkennen. Aber die breite Masse der gehirngewaschenen grünen Lemminge läuft dem jeweils aktuellen Narrativ hinterher. Komplett abgekoppelt von der wissenschaftlichen Realität sind die Grünen auch beim Thema Kohlendioxid und Klima. Die Theorie, dass das Kohlendioxid und der Gehalt in der Luft das Klima regulieren könnte, wurde bereits vor über 100 Jahren widerlegt. Denn in den letzten Jahrmillionen stieg bei Klimaschwankungen immer erst die Temperatur und dann der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Das Meerwasser verhält sich hier genauso wie die Kohlensäure in der Colaflasche, die man im Sommer in die Sonne stellt. Das CO2 entweicht. Zur Zeit Jesu und im mittelalterlichen Warmzeit von 800 bis 1200 nach Christus war es wärmer als heute, ohne SUVs und Kohlekraftwerke. Die Klimaschwankungen korrelieren ziemlich genau mit den verschiedenen Sonnenzyklen. Das Märchen von der Klimakatastrophe, die vom CO2 ausgelöst werde, führt zur Energiewende, und die Energiewende zusammen mit dem Ausstieg aus der Kernenergie führt ins Nichts. Ein Blackout ist nicht eine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann. Alle in der Bundesregierung wissen das. Und Putin ist diesmal nicht schuld. Ein über 10 Jahre altes Bundestagsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Regierung am dritten Tag eines flächendeckenden Blackouts die Kontrolle über das Land verliert. Und wer gesehen hat, wie die Menschen, obwohl sie Toilettenpapier noch zu Hause haben, sich um Toilettenpapier im Supermarkt kloppen, der kann sich vorstellen, was bei uns ausbricht, wenn die Menschen nichts mehr zu Hause haben und nur noch 5 Packungen Nudeln im Supermarkt da sind oder die Supermarktkasse gar nicht öffnen kann, weil kein Strom da ist. Also von daher sorgen Sie vor. Die Versorgung mit Trinkwasser und Essen, die nicht mehr gegeben ist, führt zu Chaos und Ausschreitungen. Dazu hat die Bundesregierung eine Taskforce, Operation Sunrise heißt sie, etabliert. Und die Innenministerin Faeser ruft die Bevölkerung auf, Vorräte anzulegen. Das ist zwar richtig, aber an der Verhinderung der Katastrophe arbeitet niemand. Denn der Blackout bewirkt genau das, was die Grünen wollen. Deutschland verrecke. Wenn es keinen Strom und kein Gas mehr gibt, dann schaffen wir in 0,nix die Dekarbonisierung und die Industrie geht pleite und fängt auch so schnell nicht wieder an zu produzieren. Die Grünen werden das als Erreichung der Klimaziele feiern, aber wir werden in Not und Elend enden. Es ist nicht überraschend, dass die CO2-Gläubigen auch die Corona-Gläubigen sind. Beides sind irrationale Narrative, und beides führt zu einem Lockdown, der den Ressourcenverbrauch reduzieren soll und auch den Produktionsfaktor Mensch dezimieren wird. Dabei stellt sich die Frage, cui bono? Wer profitiert davon? Wer steuert diesen Wahnsinn? Es sind die großen Investmentfonds wie BlackRock und Vanguard, die in CO2-Zertifikate investiert haben, sowie der superreiche Elon Musk, der das Elektroauto Tesla baut. Ohne die Steuervergünstigungen für Elektroautos wäre sein Vermögen deutlich kleiner. Elon Musk arbeitet zudem mit der Firma Neuralink an der Steuerung des Menschen durch implantierte Chips. Solche sogenannte transhumane Menschen würde man klonen, chippen und dann in der Produktion einsetzen. Die auf natürlichem Wege erzeugte Normalpopulation, also uns, braucht die Industrie dann nicht mehr. Aber wie steuern die Superreichen die Massen? Eine zentrale Rolle spielt das Weltwirtschaftsforum, das Young Global Leaders wie Annalena Baerbock ausbildet. Diese unterdurchschnittlich begabten, gehirngewaschenen Politiker setzen dann durch, dass die irrationalen Ideologien
über staatsnahe Medien, die Schulen und über vom Staat sogenannte Non-Governmental Organizations, NGOs, verbreitet werden. Diese staatsfinanzierten NGOs sind in einem Buch beschrieben, das Staatsantifa heißt. Diese bestimmen den öffentlich zulässigen Meinungskorridor. Ja, ich weiß, lass doch bitte liegen. Die Frage ist nun, ist Annalena Baerbock der Kopf dieser Transhumanismusbewegung oder ist sie eine verblendete Randfigur in einem schlechten Spiel? Zu diesem Thema hatten die Anwälte für Aufklärung, die AFA, eine Tagung gemacht. Da war dabei der Journalist Ernst Wolf und auch der Professor Homburg. Ich habe dazu einen Ergebnisbericht auf www.1bis19.de geschrieben. Da hinten haltet mal die Fahne hoch, dass die Leute sehen, wie man die Internetseite schreibt. www.1bis19.de. Und da könnt ihr die Analyse nachlesen, was da bei den Anwälten für Aufklärung diskutiert worden ist, ist heute der oberste Artikel. Diese antidemokratische Infrastruktur der vom Großkapital und Staat finanzierten Medien und Influencer wird nun genutzt, um im Stellvertreterkrieg zwischen USA und Russland auf ukrainischem Boden das Narrativ von Frieden schaffen mit immer mehr Waffen als öffentlichen Standard durchzusetzen. Die Grünen laufen auch hier wieder mal dem medial aufgebauschten Narrativ hinterher und realisieren nicht, dass der Ukraine-Krieg primär der amerikanischen Rüstungsindustrie dient. Als ich 1987 in die Junge Union eingetreten bin, da kämpften die Grünen noch gegen den industriell-militärischen Komplex. Heute kämpfen sie nur noch gegen die Industrie. Die Grünen haben nicht bei der Bundeswehr gedient, schwören aber jetzt ein in einen jahrelangen Krieg. Die Amerikaner fliegen ihre bewaffneten Drohnen zunächst nach Ramstein. Dort werden sie umgeladen und auf LKWs in die Ukraine gebracht. Die USA helfen dort mit militärischen Beratern den ukrainischen Soldaten, diese Drohnen zu starten. Und von Ramstein aus werden sie dann ferngesteuert auf russische Ziele gelenkt. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch auf russischem Staatsgebiet. Ich verteidige nicht den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber Fakt ist, dass vom deutschen Boden aus Krieg gegen Russland geführt wird. Das ist ein Bruch des Waffenstillstands von 1945. Und auch die Lieferung von schweren Waffen ist natürlich ein Bruch dieses Waffenstillstandes. Ein Bundestagsgutachten, ein Rechtsgutachten, offizielles der Bundesregierung, geht sogar so weit zu sagen, dass bereits die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden eine Kriegsbeteiligung der BRD ist. Und deutsche Panzerhaubitzen, die 30 bis 40 Kilometer weit schießen können, werden Zivilisten, auch Zivilisten im russisch kontrollierten Ostukraine und auf russischem Staatsgebiet töten. Deshalb sage ich, wir brauchen eine diplomatische Initiative, eine diplomatische Offensive und keine schweren Waffen. Und dafür müssen wir eintreten. Mein Vorredner hat schon darauf hingewiesen, wie verlogen die Grünen sind an diesem Beispiel. Eine Panzerhaubitze ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Panzer, der schon beim Fahren viel Feinstaub produziert und CO2, der beim Abschuss auch noch mehr Feinstaub produziert und dort, wo die Kanone einschlägt, wird auch noch mal Feinstaub produziert. Also das ist wirklich keine Maßnahme, die jemals ein Grüner zustimmen sollte, wenn er sich selber ernst nehmen würde. Annalena Baerbock sagt, der Krieg müsse so lange geführt werden, bis Russland nicht mehr die militärische Möglichkeit hat, einen Angriffskrieg zu führen. Das heißt, man muss Russland alle Angriffswaffen wegnehmen. Das gelingt nur, wenn man mit Bodentruppen Moskau einnimmt. Daran ist selbst Franz Josef Strauß Anfang der 40er Jahre gescheitert. Wir schaffen das! Was Frau Baerbock sagt, bedeutet ganz klar, die Grünen wollen den Dritten Weltkrieg und nehmen das große Risiko eines Atomkrieges gleichgültig in Kauf
Und ich sage Ihnen, ein Atomkrieg bedeutet viel mehr Strahlung als ein Atomkraftwerk. Das müssen die Grünen mal lernen. Deshalb müssen wir die Grünen stoppen. Grünes Gaga ist nicht lustig. Grünes Gaga gefährdet das Leben auf unserem Planeten. Deshalb müssen wir aufräumen mit allen irrationalen Narrativen der olivgrünen Kriegstreiber, die uns mit Genderwahn, Corona-Hysterie, Klimapanik und Kriegspropaganda in den Untergang treiben wollen. Lasst uns gemeinsam und friedlich die Bevölkerung aufklären. Dankeschön. Das war Dr. Christian Steidl und damit kommen wir zum Ende der Demo der offenen Gesellschaft Kurpfalz. Wie gesagt, alle Redebeiträge, manche auch in Textform, in der erweiterten Form, zum Beispiel die Rede von der Katja, werdet ihr auf der Webseite offene Gesellschaft Kurpfalz www.offgess.de finden. Alle Redebeiträge auch auf YouTube und wir werden auf YouTube auch nicht mehr gesperrt, gelöscht, weil wir vor dem Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Google Ireland Limited beantragt haben. Und Google hat dann festgestellt, dass ihre Karten ziemlich schlecht liegen. Sie haben noch versucht, das ein bisschen formal anzufechten, haben dann aber gesehen, dass der Richter ihnen das nicht glaubt, haben die Klage dementsprechend akzeptiert und haben das gesamte Verfahren getragen, die gesamten Verfahrenskosten. Dementsprechend auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr viel Meinungsfreiheit, auch Kritisches erleben. Guckt vorbei, der YouTube-Kanal der offenen Gesellschaft Kurpfalz. Möchtest du noch was sagen? Dann würde ich die Ordner bitten, die Ordnerbinden hier vorne zu Kai zu bringen. Diese Binden bitte nach vorne zum Kai bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Ordnern, bei den Menschen, die die Bollerwegen gezogen haben, bei der Polizei für den Schutz der Versammlung und für die Sicherung der Verkehrswege. Kommt gut nach Hause, Jungs. Und danke an alle Teilnehmer, dass ihr hier wart, um für Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Gewaltenteilung und für eine Zukunft in einem Land, in dem wir leben wollen, auf die Straße zu gehen. Vielen Dank! Und weil der Mensch nur Menschen ist, darf er vergessen,